Es ist 5 Uhr morgens, es geht jetzt wieder Richtung Berlin. Die Vespa muss noch gepackt werden, das mache ich jetzt gleich und dann geht's auf die Bahn. Über Landstraße erstmal, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden, also viel Spaß dabei. So, alles verschnürt, alles ist auf der Vespa drauf. Jetzt noch ein bisschen warm machen alles. Und los geht's. Bin schon sehr gespannt, wie weit ich heute komme. Ich habe mir heute so eine gelbe Warnweste angezogen, denn jetzt ist es noch dunkel in aller Frühe und gesehen werden ist ja doch sehr wichtig. Ja, ich habe jetzt diesmal beim Packen meine vordere Tasche habe ich mal nach hinten gepackt. Denn da ich ja vorne immer noch so dieses leichte Lenkerflattern habe, schaue ich mal, ob das jetzt besser wird ohne die Tasche. Ansonsten hatte ich euch ja schon gesagt, in Berlin doch mal zum Reifendienst noch mal nachwuchten lassen, ob da eine Unwucht in der Felge ist. Ich bin jetzt bisher noch nicht komplett die Reichweite ausgefahren, habe immer so bei 2 Strichen getankt, war ich so 160 Kilometer weit. Also man sollte 200 sicherlich schaffen. 8 Liter Tank, Verbrauch liegt bei humaner Fahrweise so bei um die 4 Liter. Und ich habe ja auch noch einen Reservekanister dabei, also passieren kann nichts. Aber gerade wenn ich so eine Tour starte, habe ich gerne einen vollen Tank. Dann kann ich erstmal die ersten Kilometer fahren, ohne mir da Gedanken zu machen, wann die nächste Tankstelle kommt und wenn ich da wieder stoppen muss und kann erstmal ein bisschen die Fahrt genießen. Ja, jetzt sieht man natürlich leider nicht so viel, denn wir haben es noch mitten in der Nacht fast. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist schon 6. In 20 Minuten oder 40 Minuten, ich glaube 6:40 Uhr ist Sonnenaufgang. Dann mache ich die Kamera mal wieder an und dann können wir auch noch ein bisschen was von der tollen Landschaft sehen. Tankstelle gefunden. Safety first. Lieber noch tanken, bevor ich dann jetzt hier auf den Sonntagmorgen irgendwo ohne Benzin stehen bleibe.
Ist übrigens ganz praktisch, die kleine Tasche. Denn wenn man die jetzt hier hinten drauf hat, hat man eine kleine Rückenlehne. Ganz angenehm. Super 100 plus. Dann gönnen wir doch der Vespa mal das gute Benzin. Jetzt haben wir getankt. Musik läuft, die Lieblingssongs. Handschuhe an und auf geht's. Irgendwo hier vorne dann in den Kreisverkehr rein. Das ist jetzt nicht so perfekt. Und dann hier wieder raus. Ja. So, langsam wird es ja hell. Sehr schön. Ich hoffe, das Wetter spielt heute mit und ich habe keinen Regen. Das wäre natürlich perfekt. Da hinten geht schon die Sonne auf. Das sieht natürlich toll aus in den Bergen. Und so ein bisschen mit dem Morgendunst und Morgennebel, der hier noch überall liegt. Traumhaft schön.
kann ja mal schon mal so ein kleines Vorab-Resümee ziehen. Also für mich war der Ausflug ganz toll. Ich hätte natürlich lieber ein bisschen mehr Zeit gehabt in Zell am See, um auch so die Umgegend ein bisschen zu erkunden und ein paar Ausflüge mehr zu machen. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr knapp hier in 2,5 Tagen. Aber gefallen hat es mir auf jeden Fall. Ist natürlich eine Mordstour, also die knapp 800 Kilometer darunter zuppeln von Berlin, das ist schon echte Hausnummer. Aber wenn man da ist, wird man auf jeden Fall entschädigt und hat tierischen Spaß gemacht. Vor Ort Berge natürlich wunderschön, so Serpentinen mal hoch, die gestern auf dem Großglockner, das war wunderschön die Fahrt. Hätte ein bisschen mehr Sonne sein können, war natürlich jetzt ein bisschen bewölkt, man hat nicht so diesen Weitblick gehabt, aber auf jeden Fall trotzdem ein Erlebnis und vorgestern hatten wir ja schönes Wetter. Also auf jeden Fall lohnenswert, auch die ganze Organisation von den Vespa Alp Days war gut gemacht. Das war viel Programm, das habe ich jetzt nicht so viel gezeigt, da waren noch viele, viele andere Sachen, die man sich dort angucken konnte. Es waren ein paar Stände aufgebaut, in der Innenstadt standen dann halt die ganzen Vespen und nee, also wirklich ganz, ganz schön, also für eingefleischte Vespa-Fans auf jeden Fall ein Highlight. Plant euch nur ein bisschen mehr Zeit ein, wenn ihr es habt. Also man kann da schon sicherlich 4-5 Tage verbringen, um das auch ein bisschen auszukosten. Aber das werde ich vielleicht dann nächstes Jahr machen. Dieses Jahr habe ich es mir jetzt erstmal angeschaut und nächstes Jahr kann man dann vielleicht das Ganze mit dem Urlaub verbinden und noch ein paar Tage dranhängen, damit man auch so vielleicht mal nach Salzburg fahren kann oder halt die ganzen österreichischen Alpen doch mal sich ein bisschen genauer anguckt und vielleicht noch einen Trip nach Italien macht. Das wäre natürlich mit einer Vespa auch noch mal so eine Sache. Das passt natürlich perfekt. Also auch mit einer Vespa lange Strecken durchaus machbar. Natürlich ein bisschen anstrengender als mit dem Motorrad, weil man natürlich von der Geschwindigkeit jetzt nicht so schnell vorankommt. Platzmäßig finde ich ganz gut, man sitzt gut drauf. Auch Gepäckunterbringung habe ich euch ja im letzten Video mal gezeigt. Ist wirklich gut, also man kriegt wirklich eine Menge unter. Das reicht definitiv für eine Woche. Bei mir halt jetzt sehr viel wegen meiner ganzen Kameraausrüstung und Drohne und sowas. Aber wenn man jetzt nur normales Reisegepäck mitnimmt, reicht das absolut für 2 Personen. Viel mehr wird man auf einem Motorrad auch nicht unterkriegen. Es sei denn, man hat so eine große BMW mit 2 Seitenkoffern und riesen Topcase und Tankrucksack und dann mag es vielleicht sein. Aber es ist für eine Vespa schon ganz gut. Fahrverhalten ist natürlich, ja, also jetzt hier so cruisen mit 60, alles super. Auch 80 über die Landstraßen, auch mal 100, kann man machen. Ich bin nun auch viel Autobahn gefahren auf dem Hinweg und werde vielleicht auch auf dem Rückweg jetzt noch ein paar Kilometer Autobahn machen. Das muss ich mal gucken. Ja, da ist so ein bisschen die Schwäche der Vespa. Also die Vespa ist jetzt nicht für lange Autobahnfahrten gemacht. Man kann es machen, ich habe es auf dem Hinweg auch gemacht, aber das macht keinen Spaß, weil das Fahrverhalten mit den kleinen Rädern jetzt nicht so gut ist und auch das Fahrwerk nicht so gut ist, dass man da Freude hat. Mit den 13 Zoll ist es ja schon etwas besser. Die hatte ich ja bei der British Classic. Da hat man definitiv schon ein besseres Fahrverhalten, ein bisschen stabiler, aber auch jetzt noch nicht so wie bei einem Motorrad oder wie bei einem etwas größeren Scooter, der halt ein besseres Fahrwerk hat mit einer Telegabel vorne, was ein bisschen mehr Stabilität bringt mit größeren Rädern. Aber wenn man ein bisschen hartgesotten ist, die Vespa macht's. Man hat natürlich jetzt auch nicht so die große Reichweite, also 200 Kilometer ist jetzt für einen langen Trip auch nicht so schön, aber gut, man wird dann wenigstens gezwungen, regelmäßig Pause zu machen, was man ja sowieso machen sollte. Aber bei manchen Touren ist halt schon ganz schön, wenn man so 300, 400 Kilometer machen kann, gerade wenn man halt vielleicht auch mal in Gegenden fährt, die ein bisschen weiter weg sind, wo jetzt nicht alle 50 Kilometer eine Tankstelle kommt. Oh, hier sehr schön.
Tolle Farbe vom Wasser. Die Saalach. Auf jeden Fall würde ich so einen Trip definitiv nochmal machen. Gerade Berge, traumhaft schön zum Fahren. Überhaupt mal so ein bisschen kurvigere Strecken, die Serpentinen auf die Berge hoch, ganz, ganz, ganz toll. Wir haben jetzt gerade die Grenze überquert, sind jetzt wieder in Deutschland und ja, jetzt geht es hier über die Landstraßen. Es ist wirklich erstaunlich, jetzt, wie schnell sich die Landschaft verändert. Eben noch bergig, jetzt bin ich gerade durch Salzburg kurz durch. Ja, und jetzt sind wir schon wieder in flachem Gelände. Ja, wie spät haben wir es? 8 Uhr. Sind wir 2,5 Stunden unterwegs circa. Und haben, oh, ein bisschen Nebel. Wir haben noch 8 Stunden 50 laut Kalimoto vor uns. Also noch 9 Stunden. Eineinhalb Stunden Fahrzeit. We'll be right back.
Tiefer, die Sonne kommt ein bisschen raus. Ich war gerade noch mal tanken. Eben hat er relativ viel verbraucht. Ich war bei 110 Kilometern und war so bei 4,9 Litern. Das ist wirklich eine ganze Menge. Das sind dann, ohne jetzt genau zu rechnen, 4,5 Liter. Über 4,5 Liter. Und ich bin jetzt nicht 120 gefahren, sondern immer so 90, 100. Naja, also sparsam ist die Vespa nicht. Da gibt es sicherlich andere. Damals der X-Max 300, den ich hatte, der lag so bei 2,8 Litern und hat einen 12,8 Liter Tank. Also da kam man doch um einiges weiter. Also der Vespa-Motor gehört nicht zu den extrem sparsamen, zumindest der 300er nicht. Der 125er, der braucht wirklich wenig, so 2,5 Liter. Also um einiges günstiger. Aber naja, jetzt reicht es erstmal wieder für 200 Kilometer. Ich fahre jetzt gerade mal ein bisschen mit Google Maps. Und werde vielleicht jetzt mal bei Hof auf die Autobahn fahren. Wetter wird ja ein bisschen besser. Werde mal vielleicht 100, 200 Kilometer Autobahn fahren, dann wieder auf die Landstraße. Und mal schauen, wie weit ich heute komme. Ich bin jetzt 6 Stunden unterwegs. Ja, ein bisschen länger sogar. Oder? Nee, 6 Stunden. 6 Stunden kommt hin. Also noch geht alles. Rückenschmerzen noch nicht. Popo in Ordnung. Regelmäßig trinken immer wichtig. Ich trinke viel Wasser zwischendurch und ja, dann funktioniert es auch ganz gut. Scheibe ist nochmal sauber gemacht, damit das alles ein bisschen anständig aussieht. Und dann mache ich mich jetzt mal Richtung Hof auf den Weg. Und fahre dann mal ein Stückchen Autobahn und schaue mal, wie ich vorankomme, wie der Verkehr ist. Zur Not halt wieder runter und weiter auf die Landstraße. Ich habe jetzt noch mal frisch nachgetankt. Es ist jetzt 13 Uhr. Ich bin immer noch auf der Autobahn, mache noch ein Stück weiter, im Augenblick geht's noch. Ein bisschen Banane als Energie. Und weiter geht's Richtung Berlin. Und das Wetter hat sich gebessert. Wir haben wunderschönen Sonnenschein. Der Himmel ist klar, ein paar Wölkchen. Da macht das Fahren natürlich gleich wieder ein bisschen mehr Spaß. Autobahn ist natürlich jetzt nicht so spannend. Aber man kommt natürlich doch manchmal ein bisschen schneller voran. Und ich überlege jetzt tatsächlich, das muss ich mal schauen, ob ich die, wie viel haben wir noch, 3 Stunden 41, also wahrscheinlich 4, 4,5, ob ich die jetzt noch durchfahre. Ich bin um 5 los, jetzt ist 1, 7 Stunden habe ich schon, nee, 8 Stunden, sorry, 8 Stunden. Jetzt nochmal 4 drauf, wären 12 Stunden am Stück. Das wäre schon mal eine ganze Menge. Und im Augenblick bin ich noch recht frisch. Wenn man so früh losfährt um 5, dann ist der Tag natürlich auch ein bisschen länger. Man wird nicht so früh schlapp und müde. Ich mache immer auch regelmäßig viele Pausen. Trinke, esse was dazwischen.
Jahren werde ich mal noch ein paar Kilometer hier auf der Autobahn weiter verbringen. Je nachdem, wie der Verkehr ist und wie langweilig mir wird, fahre ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen Landstraße, die letzten 100, 200 Kilometer. Aber jetzt im Augenblick geht's. Ich mache mir ein bisschen schöne Musik an und genieße ein bisschen das schöne Wetter. Und Ace nach wie vor schnurrt und brummt, keinerlei Probleme. Ölstand habe ich auch nochmal kontrolliert an der Tankstelle. Da ist alles in Ordnung, müsste ich auch nichts nachkippen. So, es ist mal wieder soweit. Tanken ist angesagt. Vor mir ist jetzt auf der Autobahn Stau von über einer Stunde. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich da irgendwo noch runterkomme vorher. Weil eine Stunde im Stau stehen möchte man nicht unbedingt. Wobei man mit einer Vespa vielleicht ja irgendwie vorbeikommt. Aber das schauen wir gleich mal, ob ich da vielleicht noch irgendwie das umfahren kann. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Super. Vorhin habe ich immer Super Plus genommen. Viereinhalb Liter. Für wie viele Kilometer? 94 Kilometer, 4,5 Liter. Ja, also Autobahnverbrauch, der ist nicht so schön. Also ganz locker 4,6, 4,7 Liter, schätze ich mal. Und ich bin jetzt 100 gefahren, also auch nicht so schnell. Da hat die GTS scheinbar doch einen etwas höheren Verbrauch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure so verbraucht. Aber ich liege dabei recht spannenden 4,6, 4,7 Litern zurzeit. Dann schauen wir mal, was der Stau da vorne macht. Ob da wirklich einer ist oder der sich schon wieder aufgelöst hat. Wobei ich mal schauen werde, ich werde jetzt... Verkehrslage wird angespannter. Ach ey. Nicht so gut. Mal schauen, wann dieser Stau kommt. Vorne wird es schon ein bisschen dichter. Zur Not mache ich an der nächsten Raststätte mal ein bisschen längere Pause. Ruhe mich mal ein bisschen aus, weil jetzt ist 14 Uhr. Und ich habe mittlerweile jetzt 9 Stunden Fahrt hinter mir. Da könnte man auch mal eine bisschen längere Pause, mal so ein halbes Stündchen machen. Mal ein bisschen was essen, ein bisschen ausruhen, mal eine Cola trinken. Und dann geht es weiter. Aber erstmal schaue ich, wie dieser Stau jetzt hier wird. Ob da tatsächlich 1,5 Stunden, haben sie angesagt vorhin. Also auf jeden Fall ist es mindestens eine Stunde, weil ich sehe es auf dem Navi. Es sind noch 290 Kilometer bis Berlin. Und da gibt eine Fahrzeit von knapp 3,5 Stunden an. Da muss also irgendwo was dicht sein jetzt auf der Strecke. Jetzt habe ich gerade eine schöne fette Fliege oder irgendein Getier auf meinen Helm gekriegt. Da habe ich schon so eine große Scheibe und dann erwischt es mich genau hier. Naja, wie es immer ist, die kleinste Fläche
Da kommt es dann noch rauf. Ich muss sowieso an der nächsten Tankstelle mal die Scheibe sauber machen. Da hat sich schon ein bisschen was angesammelt. Die Vespa kriegt dann auch erstmal eine Grundreinigung, wenn ich wieder daheim bin. Die hat ein bisschen gelitten. Aber ich habe ja noch wahrscheinlich 4 Stunden vor mir. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Ich gebe euch mal ein kurzes Resümee meiner Eindrücke jetzt von der Langstreckentour mit der Vespa GTS. Ich bin jetzt den Rückweg Hälfte Landstraße und die Hälfte Autobahn gefahren. Also beides recht lange Strecken, um das mal zu beurteilen, auch am Stück. Nur mit einer halben Stunde Pause. Also Landstraße finde ich ist völlig fein, gerade wenn man so um die 80 bis 100 fährt. Verbraucht es dann auch in einigermaßen normalen Bereich. Denn wenn wir Autobahn fahren, und also ich versuche immer so um die 100, 110 maximal zu bleiben, wenn ich voll auf die 120 gehe und das ein Weilchen durchziehe, dann kommt der Verbrauch fast an die 5 Liter ran. Und dann schrumpft die Reichweite natürlich ungemein. Und das wäre eine Sache, die mich bei der Autobahn ein bisschen stört und auch gestört hat, dass ich immer durch den hohen Verbrauch relativ häufig tanken musste. Und das Tankstellennetz ist natürlich jetzt nicht so eng wie manchmal im Landstraßenbereich, wo in fast jedem Dorf irgendwo eine Tankstelle ist. Das heißt, man muss immer ein bisschen kalkulieren. Schaffe ich es noch bis zur nächsten Tankstelle? 60 Kilometer, dann guckt man. Also man ist immer am Rechnen und denkt, naja, klappt's nicht. Und man will ja auch nicht den Reservekanister irgendwo auf der Autobahn auffüllen müssen. Das ist ja ein bisschen sehr gefährlich. Also das wäre eine Sache, die mich stört. Also bei Volllastfahrt 5 Liter Verbrauch, dann kommt man vielleicht so auf 160, wenn man bis zum letzten Tropfen fährt. Also das ist eine Sache, die jetzt die Vespa nicht so perfekt reisetauglich für Autobahn macht. So in der Ausstattung, wie ich es jetzt gemacht habe mit der Scheibe, kann man es gut aushalten. Ich sitze bequem und bin auch vom Wetter ganz gut geschützt. Und wenn ich mal so zusammenrechne, was ich jetzt bei jedem Tankstopp hier von der Scheibe runtergeholt habe und von meinem Helm, das hätte ich dann tatsächlich alles auf meiner Jacke gehabt. Nicht so lecker. Von daher bin ich ganz froh mit der Scheibe, das ging auch gut. Nimmt natürlich ein bisschen den Wind vom Körper und vom Helm weg. Aber ohne Scheibe oder mit einer kleinen wäre sie wahrscheinlich schneller. Jetzt komme ich so auf 120 laut Tacho. Ohne das Ganze und ohne Gepäck liegt sie bei 130. Aber es reicht. Und wie gesagt, die fährt man eh nicht dauerhaft. Ich sag mal so um die 100, wie ich jetzt fahre. Das ist an sich eine gute Geschwindigkeit. Aber ansonsten fuhr sie gut, also beides gut. Landstraße macht natürlich viel mehr Spaß. Also wenn man so eine lange Strecke auf der Vespa-Autobahn fährt, muss man schon so ein Vespa-Nerd sein wie ich, der dann sich schöne Musik einmacht und den Autopilot reinschiebt und dann fährt und fährt. So, wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Ich habe es geschafft. Strike! Einmal komplett von Zell am See nach Berlin durchgefahren. So, liebe Vespa-Freunde, ich bin jetzt da. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt bei diesem doch recht anstrengenden Trip. Ja, 14 Stunden auf einer Vespa GTS. Man muss sagen, Ace hat es wirklich gut gemacht. Keinerlei Pannen, keine technischen Probleme. Das einzige kleine technische Problem, was ich hatte, ist ja das Vibrieren, was ja hier jetzt, man merkt es wieder, hier bei 40.
Das ist das Einzige, aber das war wahrscheinlich vorher schon. Muss noch mal gewuchtet werden, das Rad. Das muss ich noch mal mehr anschauen. Aber das war ja bei höheren Geschwindigkeiten komplett weg. Ja, und jetzt bin ich angekommen, sehr happy. War natürlich ein bisschen stressig, hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt. Wer solche langen Strecken macht, Richtung österreichische Alpen, der sollte sich da auch mindestens eine Woche einplanen. Aber es war ganz cool, war ein bisschen spontan. Einfach mal losgerockt. Berlin zu den Vespa Alp Days. Und wieder zurück. Und hat Spaß gemacht, war ein tolles Erlebnis. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren wäre super. Ansonsten, wie immer, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, ich gehe was essen. Bis dann. Ciao.